Und das kann man auch nicht auf die viele Belastung gerade schieben, weil wir haben, weiß ich nicht, wir haben so viele Leute, wir sind so viel am also wir können so viel rotieren und alle unsere Leute sind immer fit. Und vielleicht liegt das sogar daran, dass wir gerade viel rotieren. Und ich werde in der nächsten Zeit mehr auf Tschech setzen. Einfach auf die stärkste Aufstellung, die wir bieten können. Vor allem jetzt als nächstes gegen Sunderland. Wir müssen Punkte machen jetzt. Naja, Kroos ist im Moment nicht so gut drauf. Lukaku ist nicht gut drauf. Die ganze Mannschaft ist gerade nicht mehr wirklich in Form. Wir bringen mal wieder Witters rein, anstatt Wiltshire. Hier wird wieder ordentlich gedeckt. Und ich würde sagen, gehen wir direkt ins nächste Spiel, oder? Ja, gehen wir direkt ins nächste Spiel. Was erwartet uns denn jetzt eigentlich alles noch so? Als nächstes haben wir dann wieder eine Woche Pause und dann kommt Manchester City. Da wäre ich eigentlich ganz gerne ziemlich gut drauf. Und dann kommt schon Viertelfinale gegen West Bromwich Albion. Und danach kommt wieder Barca, dann kommt Manchester United, dann kommt Liverpool und dann kommt wieder United. Also wir haben einen echt straffen Plan vor uns. Machen wir das Beste draus. Gehen wir ins Spiel. So, willkommen zum 28. Spieltag der Barclay Premier League. Wieder gegen einen, der weit unten in der Tabelle steht und wieder die Gefahr, heute 3 Punkte liegen zu lassen. Oder überhaupt Punkte liegen zu lassen, aber direkt mal eine Chance für uns. Ging leider nicht rein. Und wir müssen jetzt langsam echt mal punkten wieder. Das könnte jetzt das 3. Spiel in Folge werden, wo wir keine Punkte holen und dann wird es langsam echt schwer, oben dran zu bleiben. Sunderland ist eher defensiv ausgerichtet. Nächste Chance für uns. Glanzparade vom Keeper von Sunderland. Patty Million. Der kommt mir auch bekannt vor. Patty Million. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Kommt mir auf jeden Fall extrem bekannt vor. Nächste Chance durch eine Ecke. Aber Torhüter ist da von Sunderland. Die Mannschaft will echt, dass ich immer abgefuckter werde, ne? Mann! Es kann doch nicht sein. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt so. So, Witters geht raus für Chamberlain und Chamberlain geht hier vorne hin. Gehen wir die Taktik rein. Laufwege. Anweisungen hat er immer noch. Gehst du jetzt nach hier und läufst nach da. Und Chamberlain behält ihn einfach. Den Laufweg. Ja. Haben wir kein defensives Mittelfeld mehr. Ist mir aber jetzt egal. Ich will, dass die Offensive voll bleibt. Das ist echt, gerade ist der Wurm drinne. Gerade ist echt der Wurm drinne. Nächste Chance. Und das 1:0. Durch Romelu Lukaku. Alter, Vorlage Kroos. Gold wert. Echt Gold wert, dieses Tor. Schöne Kombination über 3 Stationen beim Arsenal FC. Am Ende passt Toni Kroos zu Romelu Lukaku und der Nationalspieler vollendet. Oh, Pfosten für Sunderland, da kam direkt die Antwort. Der FC Arsenal hat zum ersten Mal seit 284 Minuten ein Tor erzielt. Ja, fast 300 Minuten ohne Tor. Muss man sich mal reinziehen.
eine Chance für Sunderland, aber Petr Cech ist da. Noch eine Chance für Sunderland, Ecke, aber Montréal kann am Ende klären. Im Moment passiert nicht viel. Nichts Nennenswertes, nochmal eine Chance für Sunderland. Er kann jetzt auch daran liegen, aufgrund der einfach Überzahl, die haben jetzt. Zumal wir jetzt kein defensives Mittelfeld mehr haben. Aber nächste Chance für uns. Sanchez wird steil geschickt, legt dann rüber zu Lukaku. Aber Billy Jones passt auf und klärt den Ball. Nächste. Ecke, Lukaku fasst sich aus 19 Metern ins Herz und hämmert den Ball aufs Tor. Aber Jones geht volles Risiko und schlägt den Ball Volley zurück. Großartige Szene. Ja, ich fände es großartiger, wenn er jetzt reingegangen wäre. Nächste Chance für uns und das 2:0, jawohl. Durch Romelu Lukaku, wieder Vorlage, Toni Kroos. Endlich. Okay, und Lukaku macht praktisch das Tor des Jahres, weil er ein Fallrückzieher-Tor nach Ecke macht. Jo, Lukaku, gönn dir. Sehr geil. 2:0, erste Halbzeit, nochmal eine Chance für Sunderland. Cech ist aber da. Stört da Fletcher, der dann sein Tor verfehlt, zum Glück. So, erste Halbzeit müsste jetzt rum sein, ja. Erste Halbzeit ist rum. Verdiente Führung für uns, schreibt der Text. Sehe ich auch so. Wir haben gerade jede Führung verdient, die es hier zu holen gibt. Gehen wir in die zweite Halbzeit mit der Mannschaft. Ja, wir sind hier in Unterzahl immer noch, müssen also sehr aufpassen, wie das hier ausgeht oder was wir hier machen. Aber unsere Mannschaft hat gute Noten, auch Toni Kroos wieder mit den Vorlagen. Sehr gut. Für das nächste Spiel gegen Manchester City dann Riesenchance in London. Überzahlsituation für uns. Lukaku hat nur noch Partimillion vor sich. Zieht ab. Und genau in die Ecke. Hattrick. Romelu Lukaku, der heute sein 21. Tor macht in dieser Saison. Also heute dreht er mal richtig auf. Boah, das haben wir so gebraucht, so ein Ergebnis. Pastore geht entschlossen zum Ball. Sunderland hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Ich sag mal, Kontrolle übernehmen. Jack Rodwell kommt jetzt rein für Cattermore. Wir sagen unseren Leuten mal, dass sie sich aufwärmen sollen. Jermaine Lenz kommt, kriegt eine gelbe Karte. Dann werden wir, denke ich mal, Chan auswechseln. Und wir können kaum lauter auswechseln. Wenn wir Kroos mal auswechseln und ihn schonen. Gefährliche Freistoßsituation in London. Für uns Alexis Sanchez, Torentfernung 19 Meter. Toni Kroos wird schießen. Nimmt Maß. Schuss wird von der Mauer zur Ecke abgefälscht. Das heißt, es gibt aber nochmal eine Ecke jetzt. Wechsel mal Emre Can jetzt aus. Für Mertesacker, der sich 2 Minuten aufgewärmt hat. Aber scheiß drauf. War gerade eine gute Situation. Und Mertesacker deckt Fletcher. Und Montréal deckt Giancherini. Oder wie er heißt. Damit haben wir wieder unser Innenverteidiger-Duo Koscielny und Mertesacker auf dem Platz. Riesenchance nochmal in London. Überzahlsituation wieder für Arsenal. Lukaku frei. Wieder vom Torwart. Zieht ab. Aber diesmal hat der Torwart ihn. Ist unten. Glanzparade. Schade. Das wäre es eigentlich gewesen jetzt.
Dann wechseln wir mal Toni Kroos aus. Für ihn kommt Jack Wilshere herein. Hat heute ein sensationelles Spiel gemacht. Wird auch, glaube ich, nicht ganz zufrieden sein mit der Auswechslung. Aber da möchte ich ihn dann doch gerne vom City-Spiel noch schonen. Und Wilshere ist ja genauso gut. Sagen wir nochmal Kontrolle übernehmen. Chance für Sunderland. Puh. Boah, was eine Chance gerade. Was eine Chance gerade für Sunderland das gewesen ist, ey. Der Sieg für den FC Arsenal wird hier völlig in Ordnung gehen, denn sie haben die Partie über weite Strecken kontrolliert. Ja, haben wir. Und die Noten unserer Spieler sind auch hervorragend. Ja, wir haben gewonnen. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Chelsea auch, aber wir sind jetzt immer noch dran oben. Und heute mit dem 3:0 haben wir uns wieder so ein bisschen befreit und hoffentlich auch die Form der Spieler wieder nach oben getrieben für das Spiel gegen City. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Nachbericht. So, 3:0, 3 Tore von Lukaku, obwohl wir in Unterzahl waren. Sehr, sehr starkes Ergebnis unserer Mannschaft hier. Spieler des Tages ist Lukaku. Ergebnisse, wir sind Dritter jetzt, auf dem dritten Platz geblieben. Liverpool kommt hoch in die Champions League Plätze. Sehr schön, gönn ich Klopp. Und Stimmen. Santi Cazorla, was für ein Foul. Warum läuft der denn dahin, wo ich grätsche? Jo. Und Patrick van Arnold sagt, für uns wäre es besser gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten. Nein, für uns wäre es besser gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten. Und what the fuck? Innenverteidiger Cahill hat heute 3 Tore gemacht. Kroos war heute in der Mannschaft der Woche. Nacho Monreal war heute in der Mannschaft der Woche. Und Lukaku ist Spieler des Tages. Stark. Boah. Beste Mannschaft gewesen. Beste Spieler. Lukaku hat wieder Austin überholt, indem er 3 Tore gemacht hat. Hat er gebraucht. Hat er echt gebraucht. Guter Griff. Santon und Kroos. Schön. Ja, Hattrick von Lukaku, den wir mal sowas von gebraucht haben. Ist jetzt wieder auf 84 hoch. Sehr schön, sehr schön. Kieran Gibbs ist wieder fit. Roger Kerr erreicht neue Erfahrungsstufe. Nachwuchsstürmer. Arsenal gewinnt 4:1. Monreal, Kroos und Lukaku in der Mannschaft der Woche. Aha. Ja, Mannschaft ist wieder top drauf, ne, würde ich sagen. Nächstes Spiel dann gegen Manchester City. Und wir bleiben erstmal bei der Aufstellung. Alaba hat verlängert. Coutinho hat verlängert. Sirigu hat verlängert. Van der Wiel hat verlängert, ja. Ne. Patty Mignon hat verlängert. Wo kam der her? City. Yo, der war, glaube ich, dritter Torwart bei City oder so. Samuel Rivera. Krass. Auch gutes Talent. Oh, Manchester City, meine Freunde. Per Mertesacker. Schnittwunde am Oberschenkel. Beste Newcomer. Ja, haben wir keinen da drunter. Huh, zweiter gegen den dritten. Jo, ist der lange verletzt wegen der Schnittwunde am Oberschenkel. Kommt ja gerade richtige Musik dafür, ey. Nacho Monreal deckt De Bruyne. Koscielny deckt Agüero.
Chambers deckt Sterling und Wilshere deckt Nasri. Gut. Gehen wir ins Spiel. Ah, perfekt auf den Drop. Ja, gehen wir ins Spiel. Gegen Manchester City wird es aber ein 3D-Spiel. Und ich sag auch mal, damn, bis gleich.